Moin moin Leute, mein Name ist Lexus und in diesem Video möchte ich euch meinen persönlichen Aufbau von verstärkten Eisenplatten vorstellen. Grundsätzlich kann ich sagen, dass es hierbei um eine 100% Effizienzanlage handelt, aber zwischendrin nicht ganz, aber da gehe ich gleich auf jeden Fall drauf ein. Wir haben hier eine Plattform von 15x15 Feldern mit orange markiert und nutzen diese auch komplett aus. Haben eigentlich relativ eng gebaut. Es geht sicherlich noch enger, aber ich persönlich mag es, wenn man einen leichten Überblick hat, was denn dort eigentlich passiert. Und wenn man nicht permanent zwischen den Gerätschaften hin und her springen muss, so hätte man die Möglichkeit nochmal ja, so leicht kleine Wege da reinzubauen und hat immer noch Platz. Gut, kommen wir jetzt aber erstmal zu den Fakten. Wir haben ja einen Input von 450 Eisenerz pro Minute und haben dadurch natürlich einen Output von 450 Eisenbarren pro Minute. Auf der linken und rechten Seite jeweils mit 6 Constructern haben wir 120 Eisenplatten pro Minute und einen leichten Überschuss. Da gehe ich gleich aber nochmal drauf ein, was ihr für euch dann zusätzlich verwenden könnt und normalerweise in meinen Augen auch ausreicht. In der Mitte haben wir 90 Eisenstangen und darüber hinaus dann 360 Schrauben pro Minute. Ja, das Ganze wird zusammengemixt hinten in den 6 Manufaktoren. Und zwar kriegen wir dort raus 30 verstärkte Eisenplatten pro Minute, was wiederum auch ausreicht, um später, und das kriegt ihr dann im nächsten Video, die modularen Rahmen herstellen zu können. Grundsätzlich kann ich aber sagen, diese Anlage braucht erstmal seine Zeit, um sich einzulaufen, also beziehungsweise warm zu laufen. Zum einen, wie ihr seht, hier vorne haben wir die Eisenstangenproduktion und die wird von links nach rechts erstmal aufgefüllt. Und erst wenn sie richtig aufgefüllt ist, läuft sie natürlich auf 100%. Das gleiche gilt natürlich für die Schrauben. Auch dort muss ich von links und auf der rechten Seite beides erstmal ja, in die Mitte auffüllen, damit die Schrauben permanent laufen. Und dementsprechend, ganz klar auch bei den verstärkten Eisenplatten, muss das dann erstmal richtig ankommen alles, damit das Ganze läuft. Hierbei ist noch wichtig, dieser Aufbau ist mit MK1, MK2 und MK3 Laufbändern gemacht. Ihr könnt den Aufbau hier auch rein nur mit MK2 aufbauen, aber dann habt ihr keine 100%ige Effizienz. Ist aber an sich kein Problem, ne, sobald ihr an dem Step ankommt, dass ihr MK3 Laufbänder habt, oder Fließbänder, dann könnt ihr das Ganze upgraden und habt dann auf jeden Fall eure 100%. Ich gehe davon aus, dass ihr vorher so bei 80% euch einpendelt. Dazu kommt, hier auf der linken Seite und auch auf der rechten Seite, also spiegelverkehrt, haben wir die Eisenplattenproduktion. Und zwar produzieren wir hier 120 Eisenplatten, benötigen aber grundsätzlich für 3 dieser verstärkten Eisenplatten nur 90. Das heißt, ihr habt 30 Eisenplatten im Überschuss. Das Ganze wird hier gesammelt in einem Container. Ich habe den zur Simulation aufgefüllt, damit ihr sehen könnt, ob die Anlage dann auch auf 100% läuft. Genau, das Ganze muss ich auch erst auffüllen. Also erst wenn dieses Lager gefüllt ist, erst dann läuft das Ganze auch auf 100%. Das ist wichtig, genauso wie auf der rechten Seite. Gut, dann können wir uns jetzt noch angucken, ob die Fabriken hier laufen. Also das Ganze läuft schon ein paar Minuten und wie ihr seht, die verstärkten Eisenplatten laufen auf 100%. Die Schrauben und die Platten füllen sich langsam auf, was auf jeden Fall sehr gut ist. Hier auch. Und hier auch. Auf der rechten Seite läuft es noch nicht ganz auf 100%. Das liegt, vermutlich liegt es daran, dass die Schrauben hier später angefangen haben zu laufen, als ich das Ganze angeklemmt habe. Beziehungsweise, weil hier die beiden noch nicht gefüllt sind. Die Eisenstangen. Also die Eisenstangen kommen hier noch nicht schnell genug auf die rechte Seite rüber. Deswegen dauert das noch ein bisschen. Das muss ich hier, wie gesagt, erstmal einpendeln. Habe ich euch am Anfang ja erklärt. Sobald das eingependelt ist, dann läuft das Ganze auch mit den rechten dreien auf 100%. Ihr könntet natürlich hingehen und das Ganze mit einem Lift auch nochmal hier hochbauen und das Ganze von rechts auch nochmal reinlaufen lassen. Das ist definitiv möglich. Gleicher Aufbau wie auf der Seite hier, ne? Dass ihr 3 nach links laufen lasst, 3 nach rechts laufen lasst, das Ganze in der Mitte merged und den letzten Constructor. Das wäre hier definitiv auch möglich. Müsst ihr aber die Splitter dann hier die rechten 3 natürlich drehen.
Dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt den Aufbau. Da zeige ich euch genau, wie ihr das Ganze aufzubauen habt. So, ich habe hier jetzt schon mal eine Fläche vorbereitet. Hier machen wir jetzt, bauen wir jetzt das Ganze einfach mal komplett nach. So, dass ihr das auf jeden Fall sehen könnt, wie sich das Ganze zusammensetzt. Als erstes nehmen wir erstmal die Schmelzen. Haben wir das schon mal stehen, jetzt verbinden wir das Ganze. Haben wir schon mal die Splitter vorne dran und setzen jetzt die Laufbänder. In dem Fall nutze ich MK2 Laufbänder zwischen den Splittern und MK1 an den Splittern dran. Mehr braucht ihr eigentlich noch nicht. Den haben wir falsch umgesetzt. Das ist kein Problem. Setzen wir den eben nach vorne. Und erstmal gespeichert. Schön. Machen wir die, setzen wir noch eben die Mercher, dass das Ganze zusammengemercht wird. Nehmen wir wieder unsere MK2 Bänder, verbinden die nochmal eben. Hier brauchen wir nochmal ein MK1 Band. Als nächstes können wir die Constructor für die Schrauben setzen. 6 Stück insgesamt, einfach 3 nach links, 3 nach rechts. Als nächstes setzen wir die Splitter vor die Eingänge. Nun verbinden wir das Ganze nochmal. Wie ihr seht, habe ich mich jetzt kurz für einen anderen Aufbau mit den Fließbändern entschieden bei den Schrauben, bei den Eisenstangen. Ja, es sieht auch optisch einfach wesentlich schöner aus. Ne? Also auf der anderen Seite, wenn ihr mal guckt, kann man das Ganze einfach von links nach rechts reinlaufen lassen, aber so muss ich ganz ehrlich gestehen, sieht das Ganze einfach schicker aus. Ja, und es funktioniert wahrscheinlich einfach besser, weil es rechts und links gleichzeitig aufgeteilt wird. So, als nächstes werden wir die Schrauben davor vorpacken bzw. die Eisenstangen merchen. Nun können wir die neuen Constructor für die Schrauben platzieren. Als nächstes verbinden wir das Ganze. Und in die Mitte kommt der Mercher. Der soll von beiden Seiten gefüllt werden. So, das Ganze noch verbinden mit MK2. Perfekt.
optisch 1A. Und ihr habt noch zwischendrin Platz, dass ihr halt laufen könnt. Als nächstes widmen wir uns den Eisenplatten. Dazu wieder Constructor raus. Bauen wir zwei Stück nebeneinander. Lassen ein Feld Platz und setzen dann die nächsten vier. Das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. Na, der war falsch. So. Jetzt verbinden wir das Ganze wieder. Als nächstes können wir die Schmelzen mit den Eisenplatten verbinden. Und jetzt machen wir die Ausgänge von den Eisenplatten. Als nächstes können wir dann die Manufaktoren stellen, die die versteckten Eisenplatten dann machen. Jetzt so einfach so viel Platz wie möglich erstmal, weil wir brauchen Platz auf jeden Fall für die Laufbänder. So, wir nehmen die Mitte von den Schrauben. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die Hälfte von dem Fundament. Und dann bauen wir drei Stück nebeneinander und nach rechts drei Stück nebeneinander. Als nächstes nehmen wir uns dann die Lifte, setzen hier erstmal Lifte davor. Ja, dann können wir auf jeden Fall schon die Lagerplätze für die Eisenplatten setzen. Und zwar lassen wir hier ein bisschen Platz. Den Schrauben können wir jetzt schon mal hingehen und die Mercher setzen auf jeden Fall. Das Ganze lassen wir jetzt direkt nach oben laufen. Das heißt, hier setzen wir Lifte dran. Wunderbar. Gut, als nächstes können wir dann die Splitter setzen für die Schrauben. Immer drei Stück übereinander, die unteren zwei, die machen wir dann gleich weg. Und dann brauchen wir noch Mercher.
fällt mir auf. Okay, die zwei Lifte stehen falsch rum. Aber die können wir noch umsetzen. Ist ja gar kein Problem. Dreht die nach links außen und nach rechts außen. Die verbinden wir dann gleich mit der Außenseite. So, jetzt können wir das Ganze auf jeden Fall miteinander verbinden. Hier verwenden wir dann auf jeden Fall direkt schon MK3 Laufbänder. Oh, die sitzen nicht richtig. Die müssen wir nochmal neu setzen. Oder ist ja kein Problem. Machen wir die nochmal kurz weg. Wir müssen einen Schritt weiter nach vorne. Jetzt müssen wir noch die Außenseiten hier verbinden. Wunderbar. Als nächstes können wir dann die Eisenplattenproduktion anschließen, beziehungsweise an die Lager anschließen und dann gleichzeitig an die verstärkten Eisenplattenproduktion. Hier den setzt ihr nochmal um. Genauso wie den hier. Die beiden sind verkehrt. Und zwar nehmen wir den Mercher nach rechts und den Mercher nach oben in die Mitte. So. Dann wieder MK2 Laufbänder hier dran. Und dann MK1 Laufband. So. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier auf jeden Fall einen Mercher nochmal dran zu setzen. Der ist wichtig, den brauchen wir gleich. Und hier vorne setzen wir einen Splitter. Das Ganze verbinden wir. Ah, hier kann ein MK1 Band dran. Da auch. So, und als nächstes können wir dann hier unten die Splitter setzen für die Platten. Dann nehmen wir hier die Mitte. So, und auf die rechte Seite natürlich auch. Ah, der ist verkehrt. Stimmt nicht, der muss hier hin. So, MK2 Laufbänder wieder. Können wir jetzt als nächstes auf jeden Fall das hintere Band rüberholen. Das wollen wir ja auch noch haben. Dazu setzt ihr hier vorne erstmal zwei Ständer aufeinander. Und holt euch mit einem MK1 Band das Ganze erstmal hier vor. Und als nächstes setzen wir ein MK1 Lift vorne hin. Sieht natürlich nicht schön aus, das ist nicht gerade. Deswegen setzen wir uns hier jetzt auch nochmal einen Ständer hin. So dass das eine schöne Kurve ergibt. Einfach hier vor den Mercher. Müsste eigentlich passen. Ne, das wird nicht passen. Ich muss noch einen weiter nach vorne. Genau dahin. Die könnt ihr dann gleich auf jeden Fall wieder abreißen. So. So.
Wunderbar. So, dann nehmen wir die Ständer wieder weg. Und setzen hier jetzt nochmal einen Splitter dran. Nehmen einen MK1 Lift. Drehen den. Und nehmen uns dann als nächstes nochmal einen Mercher. Setzen den hier vorne hin. Der nämlich die Hälfte davon auch mit auf das Main-Laufband legt. Oder verteilt. So, das Ganze miteinander verbinden. Und wunderbar. Haben wir es so, wie wir es haben wollen. Das Ganze bauen wir jetzt auf jeden Fall auch noch auf der rechten Seite. Müssen wir mal selber kurz anschauen, wie ich das gemacht habe. Genau, wir haben jetzt das hier nochmal geändert. Die müssen auf jeden Fall nochmal weg. Ihr kennt das sicherlich, man wird da mal leicht durcheinander. Guter Letzt müssen wir das Ganze hier natürlich noch zusammenpacken. An dieser Stelle würde ich sagen, wir sind fertig mit unserem Aufbau. Das passt auf jeden Fall soweit. Wir haben es ein kleines bisschen anders gebaut wie jetzt auf der linken Seite. Sollte aber an sich nicht schlimm sein. Läuft auf jeden Fall genauso, wenn nicht sogar noch besser, weil wir das Ganze aufgeteilt haben. Hier bei den Schrauben bzw. bei den Eisenstangen sollte das Ganze eigentlich runterlaufen. Das gleiche haben wir hier bei den Eisenstangen-Eingang, haben wir das Ganze auch ein bisschen abgeändert. Auch da, ne, man lernt ja nie aus, sollte das Ganze jetzt ein bisschen runterlaufen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, denkt dran, Daumen nach oben, ansonsten abonnieren, Glocke aktivieren, verpasst nicht die nächsten Videos. Und dann würde ich sagen, euch viel Spaß mit diesem Aufbau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.